Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt an diesem Dienstag. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gekommen. Und ja, ich habe geladen letzte Woche. Die Folgen kamen wieder sehr gut an. Vielen, vielen Dank dafür. Ich muss jetzt gleich nochmal gucken, wann die hier wieder arbeiten. Am 28. Tag, also morgen. Ich darf dann nicht vergessen, die hier nach der Schicht zu kündigen. Die hier. Weil, die kosten mich halt Geld. Ja, und das halt auch echt nicht wenig. Und die kosten mich ja auch Geld. Hier. Und das halt auch echt nicht wenig. Ich muss meine Kosten ein bisschen minimieren. Damit ich irgendwann mal diese 15.000 Euro, die da stehen, als Ziel, dass ich die halt auch irgendwann mal einnehmen kann. Und halt auch irgendwann mal habe. So, der Tag hat begonnen. Und ich verliere Geld. Nein, ich gewinne. Jawohl, ich mache Gewinn. Das ist ja wunderbar. Das ist ja herrlich. Und jetzt macht erst der Wagen auf. So, jetzt wurde natürlich wieder, jetzt wurden natürlich wieder Waren eingekauft. Ja. So, Freunde, kommt heran. Es ist Mittagszeit. Auf geht's. Wir brauchen Kundschaft, aber heute ist anscheinend so ein Tag. Da will nicht wirklich irgendwas kommen hier. So, also Stopp. Also was heißt Stopp? Weitermachen. Weil die hier kommen ja an Tag 28 wieder. So, und die hier werden jetzt gefeuert. Zack. Kostenminimierung. Hauptanbruchszeit, der Laden ist fast leer. Wobei hier in dem Game ist die Hauptanbruchszeit scheinbar so gegen 9. Da kommen sie nämlich, guck dir das an, da kommen die alle nochmal angerannt. Oh hier, 22.30 Uhr. Es ist Wahnsinn. Jetzt ist wieder zu. Unsere Zulieferung ging hoch, unsere Besucher gingen runter. Wir hatten auch diesmal nicht über 60, sondern nur 53, aber das ist halt so, ne? Jeden Tag, es ist halt auch nicht jeder Tag wieder andere. So. Da beschweren sich einige, dass die Bude zu ist. Jetzt, also wirklich. Da fragst du dich bei manchen. Da fragst du dich. Ja. Was ist das denn hier? Na gut. Dann machen wir auf die Bude. Gleich machen wir auf. Stopp! Alter, was ist das denn? Der Ofen ist bestimmt im Arsch oder so. Die Tische sehen ja auch aus wie Sau. Das sehe ich jetzt erst. Ach du Kacke, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Okay, folgendermaßen. Ganz, ganz kurz. Wir verlegen die Öffnungszeit mal eben schnell nach hinten. So, zack. Jetzt ist hier kurz zu. Jetzt kannst du nämlich hier... Wie repariere ich denn das? Ah, hier wahrscheinlich. Was bricht denn der Spaß? 464, ach du Scheiße. Also die Tische hier kann ich reparieren, aber auch nur noch zwei davon. Ah, den Ofen halt nicht. Ach du Kacke. Ist der jetzt komplett im Arsch? Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe nicht, weil, also aktuell sieht es halt nicht danach aus, ne? Also. Alter, da muss ich unbedingt ran. Das dürfen wir nicht vergessen. Er steht halt noch hier. Jetzt gucken wir mal, ob er da noch eine Pizza backt. Können wir gleich sehen. Ja, er macht noch. Gut, Qualität ist vielleicht nicht die beste, wissen wir jetzt nicht, aber.
Alter Schwede, was? Na gut, dir fehlen jetzt halt eben die Gäste ab um 9 direkt so oder was? Ja. Die fehlen halt so direkt ab um 6, das merkst du dann halt wahrscheinlich schon. Unbedingt reparieren, Alter, krass. Das wusste ich gar nicht. Guck dir das an, die Einnahmen. Oh Gott. Der Vendetta hat Schwierigkeiten. Ja, was denn? Was sind denn die Schwierigkeiten? Hallo? Wir wissen nicht, was die Schwierigkeiten sind. Das steht nirgendwo. Wäre schön, wenn das irgendwo stehen würde. Bezahlen die eigentlich alle, bevor die gehen, oder? Nicht so. Ja, geil. Ich habe kein Geld. Ich kann nichts bauen, weil ich, ich kann nichts reparieren. Aha. Er ist halt noch gängig, aber ich... Oh weia. Mein Lager ist voll. Ich dürfte jetzt gerade kein Geld verlieren. Oh Gott, ey. Na komm schon, Freunde. Los doch. Ey, was ist denn das? Wieso ist denn... Ich bin so dämlich manchmal, echt. Also ich bin manchmal dämlich, da geht's aber halt gar nicht. Also wirklich. Ja, meine Köche stehen da rum und haben 2 Stunden nichts zu tun, 3 Stunden. Weil ich die Kellner noch nicht eingetaktet habe. Ja, jetzt ist der Ofen komplett hinüber. Geil, jetzt wird alles nur an einem Tisch gekocht. Das ist richtig nice. So, eins ist Fakt. Wenn die Karriere leer ist, wird geschlossen. Kann ich jetzt nicht machen. Ich kann jetzt nicht schließen. Aber ich muss jetzt schließen, weil jetzt geht's richtig los. Das schafft ein Koch doch gar nicht alleine. Oh Gott. Also Bestellungen werden angenommen, aber ich glaube nicht, dass er die Pizzen kriegt, oder? Ja, nee, gut, er kriegt... Oh, Mann. Es ist halt ein Ofen im Arsch. Es ist einfach ein Ofen kaputt. Ich kann halt aber... Muss es jetzt mal ganz eben schnell so machen. In der Hoffnung, ich habe nach 12 irgendwie Geld, dass ich die Karre hier... Das ist Wahnsinn. Du siehst halt auch den Zustand so nicht. Das ist ein bisschen... Das ist echt ein bisschen blöd. Du siehst den Zustand der... Alles reparieren. Das ist 2300 Euro. Gut zu wissen. Schön, dass das hier so steht, ja. Aber was habe ich denn davon nicht? Speziale und... So. Und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Kriege einfach nicht genug Geld, um die Bude, um hier noch einen zweiten Ofen hinzustellen. Ich schaff's halt einfach nicht. Ich kriege nicht genug. Ich habe halt einfach. Ich. So, jetzt Schluss hier. Jetzt ist hier zu die Bude. Zumachen. Zu. Architekt auf. Architekt.
So. Reparaturpreis. Okay, alles klar. Kostet halt auch nur 500 Euro. Was denn jetzt? Achso, reparieren bitte. Natürlich reparieren. Oder repariert. Reparieren, reparieren. Machen wir hier, mach das mal hier. Ja, ich bin fertig. Machen wir hier drauf. Alles reparieren geht nicht. Aber das macht nichts. So. Angestellte hier. Und aufmachen wieder. Was ein Kacktag, Alter. Aber dafür habe ich jetzt meinen zweiten Ofen wieder. Vom Abendbrotgeschäft. Das ist halt wichtig, ne? Das ist wichtig. Dass ich den vom Abendbrotgeschäft wieder habe, ist wichtig. Das ist wirklich... Ich am Leben nicht dran gedacht. Jetzt habe ich erstmal alles wieder auf den Stand gebracht. Alles ist repariert. Wird mich natürlich immens viel Geld kosten jetzt. So. Ja, ist klar. Das ist halt auch echt so. Ja, Freunde, was machen wir jetzt? Wenn ich jetzt, mach mal eine Pause, wenn ich jetzt hier alles so arbeiten lasse, so. Die Mittelschicht von 9 bis 12 zum Beispiel, ja. Weiß nicht, ob die sich dann gesundheitstechnisch erholen. Weiß ich nicht. So. Okay. Und du von 0 bis 9 noch jemanden einstellst. Weil dann hast du halt eben durchgehend geöffnet. Kannst halt aber auch nicht, wenn irgendwas ist, halt mal eben. Gut, ich kann hier. Das geht ja anscheinend, dass ich während des Betriebes alles repariere. Das ist mir ja auch neu, ja. So. Ach, guck mal, selbst der hier kostet 273. Das ist doch hier Wahnsinn, ist das. Das ist unfassbar. Ich kann auf jeden Fall anscheinend keinen weiteren mehr einstellen. Ich habe jetzt, ich habe 4 Köche. Das geht anscheinend nicht. Ach so, weil ich auf Pause bin oder was? Nee, weil ich kein Geld habe. Deshalb kann ich keinen einstellen. Das ist das Ding. Ich habe kein Geld. Und wenn du kein Geld hast, dann kannst du halt auch niemanden einstellen. Das ist natürlich klar. Das macht Sinn. Ja. Jetzt gucke ich mir mal hier Pizza, was ist das Speziale und Salami Tourist. Das sind die, die immer irgendwie was haben. Edamer, Mozzarella, Feta, Schinken. Wir haben Pilze. Pilze. Wie viele Pilze haben wir im Lager? Los Kilo. Schinken. Schinken könnte es sein, ich bin mir aber nicht sicher. Also wie gesagt, entweder ich erhöhe die Preise ein bisschen. Ah! Was ist denn das jetzt? Wieso denn das? Ja,
Dann können die hier wenigstens noch fertig essen. Das ist jetzt das, was ich wissen will. Ich will wissen, was passiert, wenn ich einen Tag lang wirklich 24 Stunden das Ganze laufen lasse. Okay, Pizza Curry haben wir jetzt hier nur noch 8 gehabt. Gestern 879 Euro plus. Und heute, ich bin gespannt hier, was bei den Pizzen dann steht. Wenn du die wirklich 24 Stunden lang ackerlässt, jede jeweils 12 Stunden Schichten. Das ist für die Gesundheit der Mitarbeiter auf jeden Fall nicht wirklich förderlich. Das ist auf jeden Fall Fakt. Da. Die kannst du direkt in die Kuranstalt schicken, die Dudes. Also das ist auf jeden Fall... So. Kannst du hier schon wieder Pause machen, weil ich brauche neue Köche. Ich brauche eine Aushilfe. Ich brauche hier eine Aushilfe. Für die Schicht. Hallo. So, weil er hier bitte in die Kuration gehen. Er in die Kuration gehen. Und er auch. Jetzt brauchen wir noch Kellner. Erstmal brauchen wir noch einen Koch. Vielleicht einen, der nicht ganz so teuer ist, aber gut. Dann nehmen wir halt eben ihn. So. Zack. Jetzt brauchen wir noch Kellner. Ihn hier. Und ihn hier. So. Der geht noch. Der geht nicht mehr. Der geht auch nicht mehr. So. Den hier. Hier hin. Zack. Den kurierst du auch aus. Unter 7 Leute bewirtet. So. Der Laden ist ja noch offen. So, Finanzen nach 24 Stunden. Ja gut. Gucken wir uns das nochmal an. Wie gesagt, für die Mitarbeiter ist es halt überhaupt nicht gut, ne? Also. Aber guckt euch das an, was vor 6 hier los ist. Scheiß die Wand an, Junge. Ich gebe jetzt auch mal nichts aus, wobei ich wahrscheinlich hier wieder reparieren müsste. Na gut, es geht noch. Na gut, aber das wird ja von meinem Dings nicht abgezogen. Von meinen verkauften Pizzengeld. Aber so können sie halt eben viel, so ist hier 24 Stunden offen und die Gäste können halt sitzen bleiben hier, ne? Alter, die Bude ist voll. Fast. So, der Tag ist wieder um. Jetzt müssen wir runter. Hier ist wieder perfekt 84. Also es waren nicht ganz so viele Besucher da wie gestern. Ja. Also das ist jetzt wirklich dieser Unterschied hier.
ist wirklich den Besuchern geschuldet, aber auf alle Fälle macht es Sinn, die Bude 24 Stunden offen zu lassen. Leider. Leider. So. Dann können wir den jetzt hier nicht feuern. Oder? Doch. Feuern. 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 Na dann, Vollgas. Und jetzt bin ich gespannt. Weil jetzt ist ja quasi 24 Stunden Normalbetrieb mit normalem Personalstamm. Sind keine Plätze frei, weil sie alle an einem Tisch sitzen, einzeln. Also ich bin jetzt gerade wirklich so ruhig, weil ich hier echt gespannt oben auf die Zahl gucke, was da jetzt hierbei rauskommt. Eine Auslastung ist nicht gut. 7 Gäste. 10. Ich hab. Alter Schwede, ey, das ist ja Wahnsinn. So, Finanzen. Ja. Ja, 24 Stunden. Es ist echt ärgerlich, das machen zu müssen. Aber um in diesem Game halt wirklich auch das zu kriegen, was man kriegen soll, ja, musst du in der Tat, musst du das machen, sonst schaffst du es nicht. Sonst wird das nichts. So, es ist in der Tat eigentlich eventuell nicht so verkehrt, hier ist ein Warenhaus anzumieten. Kann ich nicht anmieten. Ist das geil, Alter. Ich kann kein Warenhaus anmieten, es geht nicht. Weil ich diese 15.000 noch nicht habe. Weil ich in der Questreihe noch nicht weit genug bin, wahrscheinlich. Deshalb kann ich hier noch gar nichts. Ich kann weder kann ich werben, ich kann keine Werbung machen. Ich kann kein Warenhaus anbieten, ich kann gar nichts. Wie gesagt, meine Kapazität Auslastung ist nicht die beste, weil halt eben viele Einzelne an den Tischen sitzen. Wenn man wenigstens sagen könnte, okay, alles klar, verschiedene Leute an einem Tisch, einfach um die Auslastung zu erhöhen. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Wir haben immer so Kapazität zwischen 10 und 14. 8 Teenager sind aktuell da. Dann haben wir darum eins. Ein Student, ein Tourist. Schön, dass man das auch sieht. Teenager sind viele da in der Mittagszeit. 10.000 Euro gerade. Arbeiter, Studenten, Arbeiter, Teenager abends. Arbeiter, Grufti, Studenten. Wir haben 12.000 Euro. Wir kratzen an den 15, Freunde. Wir kratzen, wir kratzen. Wir kratzen dran. Schaffen wir aber nicht mehr. Aber das ist unfassbar. Das ist ja unglaublich. Die Verkette haben wir
immer noch perfekt, aber irgendwie kritisch. 18.000, das ist... Was willst du da noch sagen? Wann kommt er wieder? 37, also morgen. Das ist hier. Hier, die brauchen auf jeden Fall. Ah, ha, ha, ha. Stopp, stopp, stopp. Okay, fuck, 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 fuck. Ich hab grad keinen Koch. Ich Idiot, die arbeiten ja noch. Ach, nee, du. Arbeiten doch noch, ich Affe. Mann. Ich will diesen Fond nicht einstellen. Das, ich weigere mich. Na ja, gut, komm. So. So, jetzt aber. Wir kommen Tag 38 wieder, das ist ja auch okay. So, die gehen jetzt hier in die Kuration. Und dann holen wir uns hier. Oh, der ist aber. Oh, der ist aber. Oh. Der ist aber. Ah, das gucken wir uns gleich an. Arbeitssuchend. So. Jetzt gucken wir uns die hier aber nochmal an. Geschwindigkeit. ...327. Alter, hier, da ist natürlich... Ist natürlich, der ist natürlich richtig am Start, ne? Der Dude. Ich meine, da kannst du ihn hier eigentlich... Für die 407 kannst du ihn hier feuern. Das ist Fakt. Den kann, die kannst, die alte kannst du rausschmeißen. Der sollte heute eigentlich wiederkommen. Wie 19. Ja, wir haben natürlich jetzt weniger verkauft. Wir haben weniger verkaufte Pizzen, weil wir ganz kurz keinen Koch hatten. Ganz, ganz kurz hatten wir keinen Koch. Die gehen durchs Lager oder was? Wir hatten echt kurzzeitig keinen Koch gehabt. Angestellte. Kommt hier irgendeiner wieder? Nein. Tag 38 erst. Den geht's hier noch soweit gut. Das ist immer so alle drei Tage, wo du so eine Aushilfe einstellen musst. Aber es ist morgens um 10 und wir kratzen an den 10.000. Wie war das jetzt hier mit den Angestellten nochmal? Die kommen wieder an Tag 38, gut. 13.000 hatten wir gerade und es ist Mittag um 12. Ich denke, heute knacken wir die 15. Das ist heute definitiv drin und wir knacken sie auch gleich. Da haben wir sie. Zack. Dein erstes Restaurant in Rom macht kräftig Gewinne. Zeit, die Marke zu einer Kette aufzubauen. Das ist, also es ist in der Tat, ich sage es jetzt aus der Sicht eines Kochs, für mich jetzt hier in Game ist natürlich geil, ja, aber mal real betrachtet, es ist kacke. Ich kann die Leute nicht 24 Stunden lang, ich kann das Restaurant nicht 24 Stunden offen lassen. Und die Leute jeden Tag 12 Stunden arbeiten lassen. Das haut nicht hin. Ja, also 12 Stunden arbeiten, so, dann ist deine gesetzliche Ruhezeit 11 Stunden. So, nach 12 Stunden Arbeit, da machst du nichts mehr. Da kommst du heim, gehst dich duschen und haust dich hin und dann ist Feierabend. So, das ist kein Leben. Deshalb habe ich es ja am Anfang so probiert, dass wir 8 Stunden Schichten machen und die über Nacht zulassen. Ist hier aber in dem Spiel nicht gewollt und nicht möglich. Ja.
So, was hier los? Sehr geehrter Herr Montago, Ihr Vater musste verschwinden, um Ihnen und Ihrer Mutter das Leben zu retten. Und es waren nicht die Frodatos, die es bedrohten. Nach allem, was wir wissen, ist er noch am Leben. Ein Freund. Aha. Ein zweites Restaurant. Arturo Andrizetti. Da steht ein weiteres interessantes Restaurant in guter Lage leer. Sie sollten es pachten und ihr Geschäft vergrößern. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Der Raumzuschnitt ist eher ungünstig. Öffne das Architektbüro. Ey, das ist echt in guter Lage. Hier ist eine U-Bahn daneben. Ach du Scheiße. Architekt, Architekt ist hier. Oh Gott, das dauert ja. Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Wir speichern hier ab. Überschreiben das YouTube-Ding. Und das, meine lieben Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dahin bleibt ihr mir gewogen, bleibt gesund, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao, tschüss. Ich bin raus. Euer Helmut. Tschüssi.